Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Ich habe es endlich geschafft, mein Zelt hier in die Berge zu verfrachten. Und ich werde mit der 7mm jagen. Damit ich hoffentlich eine höhere Tödlichkeit erreiche bei den Tierchen. Auch wenn es dann wahrscheinlich passieren wird, dass die wieder an dem Felshang liegen bleiben. Wenn die schnell verenden und da irgendwo am Felsen hängen bleiben. Aber nichtsdestotrotz werde ich das in Kauf nehmen. Allemal besser als die Nachsuche. Läuft da oben schon einer? Ne, ich glaube, das sind nur die Texturen, die ein bisschen wackeln. Ja, ich werde hier ein bisschen in den Bergen rumlaufen und da ruft aber schon einer. Da gucken wir doch direkt mal, wo der ist. Der ist irgendwo da hinten. Da werde ich mich gleich mal direkt auf den Weg machen. Ich gucke mal kurz durchs Fernglas und markiere mal die Stelle, damit ich ungefähr weiß, wo der ist. Können wir das hier mal eben abgleichen. Bisschen weiter links oben ist er. Also mal gucken, ob wir den gleich hier direkt finden. Können wir eigentlich schon mal direkt hier loslegen. Ich werde hier mal den Bereich abscannen. Aber natürlich nicht ohne vorher hier meinen Spray drauf zu packen. Dann hat sich hier das Zelt hochgebracht habe. Da war auch ordentlich Betrieb hier. Und trotz Spray sind mir einige abgesprungen. Auch auf große Entfernung schon. Oh, jetzt habe ich den Punkt nochmal neu gesetzt. Das wollte ich nicht. Aber ich glaube, ich sehe jetzt gerade keinen. Vielleicht dahinter der Senke. Letztes Mal habe ich auch, als ich das Zelt hochgebracht habe, habe ich auch einen geschossen. Und da ist er hier den Hang runtergeglitten und dann irgendwo in so einer Senke liegen geblieben. Oder es sah so aus, als wenn er in den Boden reinbackt und da irgendwo sich versteckt. Aber den habe ich dann doch noch gefunden. Nee, hier ist keiner. Ich werde mal bisschen in die Richtung laufen. Ich kann euch noch auf der Map zeigen, wo ich mein Zelt hingestellt habe. Wegmachen wollte ich es nicht. So. Hier steht unser Zelt. Ich glaube, es ist auch so mit das höchste Gebiet. Und die haben sogar außerhalb der Grenze gerufen, sehe ich gerade. Gut, dass ich da keinen geschossen habe. Den hätte ich ja nie bekommen. Also ich werde mich jetzt mal hier auf den Weg machen. Hier so runter, denke ich. Irgendwo hier in die Bergregion, ich weiß gar nicht, was hier ist. Könnte auch Bergregion noch sein, aber ich werde mich hierhin begeben. Und dann gucke ich mal, ob ich da was erlegen kann. Und sobald ich etwas gefunden habe, seid ihr wieder mit von der Partie. Und da ruft immer noch der Steinbock, der aber jetzt in der Grenze ist. Und hier wird mir der Punkt eigentlich auch in der Grenze angezeigt. Also ich werde mal rausfinden, wo der sich rumtreibt. Und vielleicht können wir den schon erlegen. Also sehen wir uns gleich wieder. Und deshalb sage ich mal, bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Da unten flieht gerade einer. Warum, weiß ich schon wieder nicht. Aber da im Hang steht einer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der bis nach unten durchrutscht. Falls ich den erlegen kann. Oder nicht. Da hinten läuft nämlich noch einer. Oh, da laufen ganz viele. Das da könnte sogar unser erstes Männchen sein. Ich glaube, den werde ich mal erlegen. Ich werde jetzt gar nicht erst versuchen, mit ranpirschen, denn die erscheinen mir wieder so ziemlich schreckhaft zu sein. Den möchte ich haben. Ach. Hätte ich abdrücken sollen. Habe ich nicht gesehen, dass der Felsen kommt.
Aber da sind, ich sehe hier 2, 4, 6, ich glaube 7 Stück müssten da sein. Vielleicht sogar 8. Aber ich möchte gerne den, der da gerade hinter dem Felsen verschwunden ist. Wenn ich Pech habe, ist das natürlich jetzt so ein Tal. Und er kommt da gar nicht mehr raus. Das wäre ein bisschen blöd. Ich nehme mal das Fernglas, sonst habe ich hier gleich einen zuckenden Finger und dann ist der Schuss raus. Oh, der vergrößert aber nicht so. Aber habe ich ein bisschen mehr Überblick auch noch. Falls er da irgendwo wieder rauskommt, auch wenn ich dann nicht ganz so schnell schussbereit bin, wenn er sich nur kurz zeigt. Ist er das da? Ich glaube, das. Der hat auch so ein helles Gehirn gehabt, aber ob er das jetzt war, kann ich gar nicht mal sagen. Wo sind denn die anderen überhaupt hin? Da hinten ist noch einer. Da sehe ich nur das Gehirn jetzt genau im Kreuz. Weiß ich nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich scanne hier mal noch ein bisschen in der Gegend rum. Aber die anderen, die sind jetzt wohl hinter der Senke da verschwunden. Gucken wir mal, von wo die Calls jetzt hier kommen. Na gut, das wird wahrscheinlich immer noch der im Hang sein. Wo auch immer der jetzt hin ist. Keine Ahnung, aber wenn, dann möchte ich eh gern einen von hier unten schießen. Denn da kommen wir wenigstens ran. Aber bei meinem Glück finde ich jetzt gar keinen mehr. Ja, ich glaube, die sind da irgendwo in der Senke verschwunden. Und deshalb würde ich sagen, ich umlaufe die mal ein bisschen, gehe da hinten den, hier rechts den Hang ein bisschen ab und hoffe dann, dass ich die in der Senke da sehe. Und wenn ich das geschafft habe, dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Ich bin gar nicht weit gekommen. Aber jetzt läuft der, den ich gerade schießen wollte, direkt auf mich zu. Und der liegt im Knall mit einem Genickschuss, denke ich. Da rennen noch ein paar andere weg. Vielleicht kriegen wir sie, wenn sie da den Hang hochflüchten. Aber die rennen ganz schön schnell. Weiß nicht, ob wir den jetzt getroffen haben. Jetzt ist er auf jeden Fall außerhalb des Renderbereichs. Vielleicht muss ich mir irgendwo merken, wo der Schuss war. Da so. Ja, und schon sieht alles anders aus. Ich glaube, da war's. Aber vielleicht sollte ich mir besser. Na gut, den finde ich auch so. Da laufe ich jetzt einfach geradeaus drauf zu. Und das ist hoffentlich das erste Männchen, was wir jetzt geschossen haben. Der zweite Schuss war natürlich wieder nur auf Glück basiert, aber hier ruft immer noch irgendwas. Das ist immer noch derselbe, der da oben irgendwo drin steht. Aber ich werde jetzt erstmal das Männchen einsammeln gehen. Wenn es denn ein Männchen ist, vielleicht ist es ja auch nur ein starkes Weibchen. Aber unser erstes Männchen wäre mir natürlich bei weitem lieber. Steht er da oben nicht sogar? Ne, das ist nur ein Felsen, den ich da gesehen habe. Aber da vorne liegt unser Steinbock. Deshalb sammeln wir den erstmal ein. Und dann gucke ich auch mal, wie das mit dem Anschuss von dem anderen war. Ich glaube, da komme ich sowieso nicht hoch. Aber vielleicht ist er da irgendwo auch runtergerutscht in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob wir getroffen haben.
Aber erstmal unser Scheinbock und auf jeden Fall bis jetzt das größte Gehirn und das sieht doch wohl stark nach einem Männchen aus. Wir gucken uns das an und tatsächlich, es ist unser erstes Männchen mit einem Genickschuss, wie ich vorausgesagt hatte. Bisschen erstaunt, dass das nicht weiter durchgeschlagen hat. Es waren ja nur 100 Meter. Nun gut, auf jeden Fall machen wir da natürlich ein Foto von. Denn wer weiß, wann wir das nächste Männchen schießen. Und es ist natürlich auch unser erstes. Ist jetzt nur Weibchen gehabt. Jetzt muss ich hier nur noch schön in Position kriegen. Das wird mir jetzt bestimmt wieder nicht gelingen, weil es ein Männchen ist. Oh, komm, geh du mal weiter nach hinten. So, jetzt haben wir es vielleicht hinbekommen. So, lassen was. Also, jetzt habe ich vor Schreck gar nicht auf die Score geachtet. Weil ich so begeistert war, dass wir das erste Männchen geschossen haben. Und jetzt gucke ich mal, wie es da mit dem Anschluss aussieht. Oder ob ich einen nächsten finden kann, den wir schießen können. Und wenn mir eins von beiden gelungen ist, hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Da bin ich wieder zurück und gerade ist eins geflohen. Aber es hängt jetzt da am Felsen fest und deshalb schieße ich den einfach mal. Und der liegt. Ich bin noch gar nicht. Ah, da sprang noch einer ab. Also die sind so mega gut getarnt hier. Unglaublich immer noch. Ich habe die nur mit Mühe und Not gesehen. Na gut, den Felsen muss ich mir jetzt so merken. Denn ich bin noch nicht am Anschuss angekommen von dem anderen. Jetzt weiß ich nicht, ob das sogar der Steinbock war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall flüchten die Trottschiffe nicht so weit, aber ich sehe die einfach nicht, weil die so gut getarnt sind. Das ist doch teilweise echt schwer, obwohl ich hier die ganze Zeit langsam gehe, mich immer umgucke. Aber echt nicht leicht zu sehen, die Viecher. Und ich glaube, wir kommen sogar, also wenn das die markierte Stelle ist, dann kommen wir da, glaube ich, sogar hin. Und dann können wir zumindest mal gucken, ob wir den getroffen haben. Und dann flott den anderen einsammeln. Ja, das hier müsste die Schneestelle sein. Ah, jetzt kommen wir da um 1 Zentimeter nicht hin, oder was? Das ist auf jeden Fall eine Spur. Kriege ich die drauf? Ah, komm, die war doch gerade da einmal da. Ja, das ID-Symbol kommt. Das ist Blut. Aber ich komme da nicht hin. Das ist. Ah, komm. So. Jetzt habe ich sie. Eingeweide, der könnte also sogar verendet sein. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob der jetzt da hochgeflohen ist irgendwo. Falls ja, haben wir ein erstes Problem. Ne, da vorne ist die Spur. Also vielleicht war er das wirklich. Vielleicht ist er da stehen geblieben. Und dann geflohen, als wir ankamen. Aber das sieht nicht so aus, denn die Sichel da bei dem Toten ist eine andere und da hinten geht die Fährte weiter. Also werde ich den gleich mal versuchen noch zu finden. Erstmal die Geiß hier einsammeln, durch beide Lungen durch. 63er, davon brauchen wir kein Foto, davon haben wir schon ein paar. Ich dachte gerade an eine gerufen, aber ich täusche mich, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich werde den jetzt hier weiter verfolgen gehen. Eingeweide sollte hoffentlich irgendwann tödlich enden. Und ich hoffe, vorher ist er nicht hier irgendwo die Berge hochgerannt. Aber die Spur geht im Moment ins Tal runter. Also habe ich vielleicht gute Chancen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn was Spannendes passiert. Also bis gleich.
Da sind wir wieder. Ich habe den verfolgt und jetzt steht da einer vor mir, aber ich weiß nicht, ob der das ist. Die Spur geht auf jeden Fall in die Richtung und ich will den einfach mal erlegen. Da unten sind gerade wieder welche abgesprungen. Also es könnte durchaus der sein, dass er sich jetzt da irgendwie festgebackt hat oder so, keine Ahnung. Und ich kriege hier nicht mal den Kopfschuss gelegt. Doch, jetzt ist er tot. Auch wenn er da komisch runterrutscht. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich nach unten komme und da ruft schon wieder der Nächste. Also, obwohl die so schreckhaft sind, auf Schüsse reagieren die wohl nicht so stark. Ja, die sind irgendwo da hinten im Tal, aber ich muss jetzt hier erstmal heile runterkommen. Denn das sieht hier nicht so gut aus an der Stelle. Aber da hinten noch ist mir jetzt gerade zu weit runterzulaufen. Wahrscheinlich bin ich gleich einfach mal tot. Aber ich glaube, ich habe noch, boah, bevor ich hier glaube und gleich da liege. Ja, doch, ich habe noch Erste Hilfe dabei. Aber ich glaube, das war der gar nicht, den wir eigentlich. Nee, das war der nicht. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Dann wundert es mich aber, dass der jetzt. Na, ich hab's geahnt. Das war wieder offensichtlich, dass das jetzt passieren muss. Aber so kommen wir wenigstens hier runter. Der andere ist, glaube ich, auch da irgendwo hochgerannt. Zumindest ging jetzt die Spur in diese Richtung. Aber nehmen wir einfach mal den hier so lange. Ein Weibchen mit einem Kopfschuss und das Gehirn wurde nicht getroffen. Also einen harten Schädel haben die auch, was durchaus Sinn macht, wenn die kämpfen. Ich bin da mal gespannt, ob wir das sehen. Ich habe das einmal gehört, glaube ich. Das war so ein paar Mal hintereinander so ein Aufeinanderklacken. Und es war auf dem Hunter-Map getrackt als Steinbock-Geräusch. Aber das war nicht das normale Steingeröll hier oder was das sonst immer ist für ein Geräusch, sondern ich glaube von zwei Kämpfenden. Aber ich habe die leider nicht ins Fernglas bekommen, weil da zu viele Bäume waren. Das war ein bisschen schade. Ja, aber den anderen, keine Ahnung, ich glaube, der ist jetzt irgendwo hochgelaufen. Wir kommen jetzt sowieso nicht mehr zur alten Spur hin, außer wir laufen wieder außen rum, aber da habe ich gerade keine Lust zu, deshalb suchen wir uns einfach einen neuen. Und die haben ja gerade da unten weiter runter ins Tal gecallt und deshalb mache ich mich jetzt dahin auf den Weg. Und vielleicht sehen wir sie noch. Da liegt unser Steinbock. Ja, perfekt. Also ist er doch nicht da hoch, sondern hier unten irgendwo lang. Und doch noch verendet. Dann sammeln wir den natürlich ein. Also ihr seht, ich bin gerade mal knappe 700 Meter gelaufen seit dem Zelt und habe jetzt schon meinen vierten Steinbock. Ist auf jeden Fall besser als immer unten an der Lodge zu starten und dann hier hoch zu kraxeln und zu klettern. Das nimmt schon mal Zeit in Anspruch und jetzt nach so kurzer Zeit vier Stück erlegt. Auch wenn drei davon wieder Weibchen waren. Dem haben wir schön von hinten reingeschossen. So. Ein kleines Weibchen. Aber der vierte schon. Gucken wir mal, ob wir noch einen fünften jetzt kriegen hier im Tal. Wahrscheinlich haben die mich schon wieder gewittert und sind über alle Berge, aber man weiß nie. Wenn ich was sehe, melde ich mich auf jeden Fall. Und deshalb sage ich mal, bis gleich. Da steht einer. Ich sage nicht bis gleich. Denn da ist unser nächster Steinbock. Kommen wir da dran, wenn der runterfällt? Jetzt hat er uns, glaube ich, gesehen. Rutsch! Rutsch weiter! Ah, das war wieder so klar, dass er da liegen bleibt. Auf dem Plateau. Aber ich dachte, vielleicht kippt er rum und rutscht weiter. Ja, keine Ahnung, ob wir da hochkommen.
Muss man mal. Naja, ist, ja, vielleicht von da, aber ich glaube eher nicht. Ich guck's mir mal an. Und wenn nicht, suche ich mir einen anderen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Da bin ich wieder zurück. Den einen bekomme ich, glaube ich, nicht. Ich habe da jetzt keinen Weg hochgefunden. Aber gerade ist einer direkt vor mir abgesprungen. Und der steht jetzt da hinten in der Felswand. Allerdings außerhalb des Reviers. Aber ich hoffe einfach mal, dass der zumindest in die Nähe der Grenze rutscht, wenn ich den erwische. Ah, okay. Man kann nicht auf Tiere außerhalb des Reviers schießen. Interessant. Nicht wie bei Rentieren. Oder geht das da überhaupt? Ich glaube, da habe ich mal gewartet, bis die drin waren. Ja, okay, aber der bewegt sich da jetzt nicht wirklich. Und der ist ja gerade auch vor mir davon gerannt. Dann gucken wir mal, ob hier unten noch irgendwo welche sind. Aber ich sehe da auch nichts anderes rumrennen. Nur den, aber den kriege ich nicht. Das ist blöd. Und von der Seite komme ich da leider auch nicht hoch zu dem anderen. Das ist schade. Ich dachte, wenn ich hier rumgucke, komme ich da vielleicht hin. Aber leider nicht. Ja, der wird sich da wohl jetzt nicht mehr so schnell wegbewegen. Denn wir haben ja keine Caller. Also manchmal bleiben die so einfach in der Felswand stehen. Und da passiert dann gar nichts mehr. Keine Ahnung, ob die da auch nicht weiterkommen. Oder ob die halt außerhalb des Reviers so lange warten, bis die sich beruhigt haben. Muss ich mal weiter im Auge behalten. Bei anderen. Ob das da auch so passiert. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben ein paar geschossen. Und deshalb machen wir jetzt auch erstmal Feierabend für heute. Unser erstes Männchen war auf jeden Fall dabei. Das freut mich. Habe ich das wenigstens auch mal gesehen und auch erlegt. Heute schon ein paar mehr gefunden. Ich glaube, nur den einen haben wir verloren, der da oben noch liegt. Sonst glaube ich alle bekommen. Also vielleicht auch dank der 7 mm. Keine Ahnung. Vielleicht auch, okay, waren auch nicht immer so die gewagten Schüsse dabei. Außer der erste auf der Felswand. Der hätte natürlich überall hingehen können und jetzt der letzte, der jetzt da oben liegen geblieben ist. Aber den Rest haben wir eingesackt. Und das ist auf jeden Fall schon mal besser als bei den ersten Versuchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und haut rein.